Herzlich willkommen zur Videolösung der 11. Serie. Wir besprechen hier die Aufgabe 1. Ich lese die Aufgabe kurz vor. Eine Kupferstange der Länge L und Masse M ist an zwei Drähten aufgehängt. Drähte und Stange bilden eine Schaukel, welche im Aufhängungspunkt freidrehen kann. Ein homogenes Magnetfeld zeige in vertikaler Richtung nach oben und es wirke die Schwerkraft nach unten. Jetzt haben wir zwei Teilaufgaben. In der ersten Teilaufgabe soll ausgerechnet werden, in welche Richtung ein Strom fließen muss in diesem Kupferdraht oder in dieser Kupferstange, damit sie, wie gekennzeichnet, ausgelenkt wird. Und in der Teilaufgabe B soll man das Ganze auch noch quantitativ berechnen, quasi den Strom berechnen für einen bestimmten Auslenkungswinkel. Das heißt, wir haben die gezeigte Situation hier mit der entsprechenden Orientierung. Wie gesagt, die Gewichtskraft zeige in negative Z-Richtung nach unten. Das B-Feld, das sei konstant und zeige überall, also betragsmäßig konstant und zeige in positive Z-Richtung. Und dieser Kupferdraht, der sei entlang der X-Achse orientiert. Die Frage ist jetzt noch, in welche Richtung der Strom darin fließen muss, damit diese wie gekennzeichnet ausgelenkt wird. Dazu brauchen wir die Formel, welche wir im Skript auf der Seite 57 gegeben haben. Die Formel, die gibt uns eigentlich die Kraft auf ein infinitesimal kleines Leiterstück, durch welche ein Strom I fließt. Und wir wollen jetzt aber die Gesamtkraft berechnen, welche auf diesen Leiter wirkt. Diese Rechnung wurde im Skript schon gemacht, ein paar Zeilen weiter unten. Ich habe es jetzt hier nochmal hingeschrieben, was dann schlussendlich das Endresultat ist. Es ist eine relativ einfache Rechnung, weil das B-Feld ja konstant ist entlang dem Integrationsweg und immer in die gleiche Richtung zeigt. Schlussendlich, was wir bekommen, ist einfach die Gesamtkraft auf diesen Leiter entspricht dem Vektorprodukt aus I mal dem Vektor L Kreuz B. Eben B ist das Magnetfeld, B und L ist eigentlich der Vektor in Richtung des Integrationsweges oder in Richtung des Stromflusses. Mit betragsmäßig ist der so groß wie hier eingezeichnet, halt so groß wie der Integrationsweg. Und die Frage ist jetzt eigentlich, welche Richtung hat dieses L oder das I mal L? In welche Richtung zeigt der Strom? In negative oder in positive X-Richtung? Und das können wir einfach herausfinden, weil wir wissen ja, wir brauchen eine Kraft, die uns die Gewichtskraft zum Teil kompensiert. Wir können uns die Situation wie in der Musterlösung so anschauen. Wenn die Leiterschlaufe um einen bestimmten Betrag ausgelenkt ist oder auch wenn sie noch nicht ausgelenkt ist, brauchen wir schlussendlich eine Kraft, welche in diese Richtung zeigt, also nach jetzt in positive Y-Richtung, damit die Leiterschlaufe in diese Richtung ausgelenkt wird und nicht in die andere. Und das ist nur möglich, wenn der Strom in die Zeichenebene reinfließt, also in negative X-Richtung. Es gilt ja die rechte Handregel. Der Daumen ist die Stromrichtung, der Zeigefinger ist unser Magnetfeld und der Mittelfinger ist die resultierende Kraftrichtung. Wenn Sie das entsprechend der Situation, wie hier gegeben, machen, dann kommen Sie sofort darauf, dass das L in negative X-Richtung zeigen muss. In der Musterlösung ist es auch noch rechnerisch quasi motiviert, aber grundsätzlich reicht es, sich einfach das anzuschauen mit der rechten Handregel. Also es würde dann so aussehen, ich habe meinen Strom, der hier in die Zeichenebene reinfließt.
der Zeigfinger zeigt in Richtung meines B-Feldes und der Mittelfinger zeigt dann entsprechend in Richtung der Lorentzkraft. Damit wäre die Aufgabe A eigentlich schon gelöst. Dann zur Teilaufgabe B und jetzt brauchen wir diese Skizze noch im Detail. In der Teilaufgabe B zerlegen wir jetzt die beiden einzigen wirkenden echten Kräfte, nämlich die Lorentzkraft und die Gewichtskraft in ihre Komponenten. Und zwar in Komponenten, welche senkrecht stehen zu den Aufhängungsdrähten und welche parallel stehen zu diesen Drähten. Also die Leiterschlaufe oder dieser Kupferkabel, das ist jetzt um einen bestimmten Winkel Phi ausgelenkt und jetzt teile ich diese Kräfte, die Lorentzkraft und die Gewichtskraft, in ihre Komponenten auf, wie hier gekennzeichnet. Den Winkel Phi, den finde ich in diesen entstehenden Dreiecken wieder. Das kann man ganz einfach nachprüfen über die Überwinkelgesetze, zum Beispiel diesen Winkel hier. Wenn ich dieses Dreieck hier vervollständigen würde, hier mit einem rechten Winkel, dann kann ich diesen Winkel berechnen. Hier habe ich wieder einen rechten Winkel und komme sofort darauf, dass das dann hier Phi sein muss. Auf ähnliche Weise kann ich das hier unten auch herausfinden. Und was wir jetzt beachten müssen, ist, wenn die Sache ist ja, die Leiterschlaufe oder dieses Kupferkabel ist bei einem bestimmten Strom dann mal in einem Gleichgewicht. Das heißt, die senkrechte Komponente der Gewichtskraft und die senkrechte Komponente der Lorentzkraft heben sich in diesem Fall genau auf. Die parallelen Komponente der Gewichtskraft und der Lorentzkraft, die werden kompensiert von den Drähten, an welchen dieses Kupferkabel aufgehängt ist. Und die können beliebig groß sein grundsätzlich. Das Kupferkabel oder diese Drähte oder dieses Seil, das reißt nicht, das setzt genau die entsprechende Gegenkraft entgegen, um diese beiden Kraftkomponenten, diese beiden parallelen Kraftkomponenten zu kompensieren. Ja, und das können wir uns jetzt aufschreiben, wie groß diese beiden Komponenten sind und so kommen wir schlussendlich auf eine Formel, welche uns den Wert des Stroms gibt, welche durch diesen Kupferdraht fließen muss, damit er sich eben gerade im Gleichgewicht befindet bei einem Winkel Phi. Also wie gesagt, die beiden senkrechten Komponenten, einerseits der Gewichtskraft und der Lorentzkraft, die müssen sich gegenseitig aufheben, damit sich dieser Leiter in Ruhe befindet. Jetzt die Komponenten, die können wir jeweils mit Winkelgesetzen ausdrücken. Das wäre im Fall der Lorentzkraft, die senkrechte Komponente, der totale Betrag der Lorentzkraft mal dem Cosinus. Hier sehen wir, das ist die Ankathete, deshalb der Cosinus. Und bei der Gewichtskraft ist es genau umgekehrt. Das hier ist die Gegenkathete zu diesem Winkel. Das heißt, hier brauchen wir den Sinus. Diese beiden Ausdrücke, die setzen wir gleich. Jetzt haben wir hier auf beiden Seiten irgendwas mit Phi, nämlich einmal Cosinus, das andere mal mit Sinus. Wenn wir das durcheinander teilen, also wenn wir die rechte Seite durch Cosinus Phi teilen, bekommen wir hier Tangens von Phi, dann können wir das noch auf die andere Seite nehmen und erhalten diese Formel hier. Und jetzt können wir nur noch für die Lorentzkraft und die Gewichtskraft unsere Formeln einsetzen. Gewichtskraft, das kennen wir, das ist m mal g und die Lorentzkraft betragsmäßig ist I mal L mal B und das kommt schlussendlich direkt aus dieser Formel. Wenn wir hier die jetzt betragsmäßig
das Vektorprodukt machen aus L mal Kreuz B, dann gibt es gerade L mal B, weil L steht ja senkrecht auf B. In der Musterlösung wurde das in der ersten Aufgabe auch nochmal durchgerechnet, aber grundsätzlich kann man das auch direkt sehen, weil B zeigt ja in Z-Richtung und L zeigt in X-Richtung. Das heißt, das Vektorprodukt betragsmäßig wird dann genau L mal B oder I mal L mal B. Ja, das können wir jetzt nach I auflösen und haben dann eine Formel für I in Abhängigkeit des Winkels Phi. Und die sieht so aus. Wenn wir dann noch die entsprechenden Werte einsetzen, die sind alle gegeben, wir kennen die Masse, wir kennen die Gravitationskonstante oder die R-Beschleunigung, wir kennen den Auslenkungswinkel Phi, die Länge unseres Kupferdrahts und das angelegte B-Feld, bekommen wir einen Wert von ungefähr 8 Ampere, was übrigens sehr viel ist, obwohl diese Leiterschlaufe eigentlich relativ leicht ist. Ja, das ist so eine typische Aufgabe bei, wenn es zu Magnetfeldern kommt. Noch typischere Aufgaben sind Aufgaben, bei denen man irgendwas integrieren muss, zum Beispiel dann eine induzierte Spannung. Solche Aufgaben, die werden immer wieder kommen, die werden wir auch üben, unter anderem in dieser Serie. Und damit sollte man sich ein wenig auskennen. Das ist eher eine einleitende Aufgabe dazu, aber es werden noch viele Aufgaben, entweder in dieser Form oder zur Berechnung von induzierten Spannungen kommen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Videolösung. Auf Wiedersehen!